Hallo meine Lieben, so ich werde noch mal ein bisschen, das kann man gar nicht mehr so gut erkennen. Wir haben jetzt Maghreb, also Sonnenuntergang, sieht man nur gar nicht so gut hinter mir. Also wenn ich selber gucke ohne Kamera, sieht man es natürlich leichter. Genau, also ihr werdet jetzt in dem laufenden Video dann sehen, wie wir das Afsch meiner... Sorry, ich muss mich nochmal eben richten, so ein bisschen, wie wir das Afsch meiner Schwägerin in die Wohnung gebracht haben. Und ich bin immer wieder wirklich fasziniert und beeindruckt, wie viele mithelfen und wie schnell das geht. Das ist unglaublich, wirklich. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, weil die waren teilweise wirklich sehr, sehr laut. Und wir sehen uns am Ende wieder. So, guten Morgen, ihr Lieben. Hier mal vor unserer Wohnungstür und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Der Dauscher, also der Geräuschpegel von unten oder die Lautstärke, das ist, weil heute das Afsch abgeholt wird. Das heißt, unten wird jetzt, ich glaube, das Auto ist schon gekommen und die laden jetzt die Sachen mit Braut ein. Ha? Le, Dave. Das ist übrigens der Ries hier, ja? Das ist Ahmed. Da gehen sie hin, meine Taschen. Unser Ersatzkoffer. So, jetzt sind leider alle Frauen hier vorne, deswegen kann ich nicht mehr weiterfilmen, außer von hinten. Moment. Die Frauen sind natürlich auch neugierig, ich hoffe, ihr hört mich. Nein, ne, die gucken sich die Autos an, gucken natürlich, was geht hier an Sachen jetzt raus, ist es genug und so weiter. Ihr wisst, was ich schon gesagt habe zu dem Thema und das ist halt normal. Jetzt geht es an die Glassachen, glaube ich, also alles für die Küche und hoffentlich, inshallah, bleibt alles heil. Und ihr Mitte. So, da steht das Auto, so weit wie möglich dran. Da gehen die Teppiche und das Glaszeug und der Kohltopf. Schaut mal. Schon abschneiden, oder? Ja, ja. Oh, mashallah, Ali. So, der Kühlschrank lebt. Waschmaschine, glaube ich. Ja, Kühlschrank wird wieder alleine getragen. Schaut mal. Fast alleine, aber Wahnsinn, ne? Das
wird bei uns keiner machen. Nasche, ja. Ich weiß nicht. Nasche. So, der schöne Herd. Irre. Die Kinderwaschmaschine. Der Schwager, auch Maschul. Heute mit Make-up hat sich in die Ecke gestellt und Rouge aufgelegt. Lippenstift. Am Video alle Afsch. Sei mal Afsch. Teller. Schauen. Aywa, Kolo. Topset. Eins. So, das nächste Topset. Nummer zwei. Da sind wieder irgendwelche Glassachen drin, glaube ich. So. Teppich? Nicht kennen? Kalas? Das war's nicht schon, jetzt ist alles fertig. Ja, die Frauen sitzen jetzt hier, warten, bis die Autos kommen. Damit wir dann durchs Dorf fahren können mit ihnen zusammen, um dann beim Ausladen nochmal zuzugucken und die Wohnung anzuschauen natürlich. So, Führerschein ist nicht notwendig. Schwiegervater. So, wie ihr unschwer an der Musik erkennen könnt, geht's jetzt los. Sieht man, ich hab's Einhorn gefunden. Der Ries nochmal. Das sind Freunde von Nate. Er hier und das ist, das muss ich gerade überlegen. Mich haben die, das ist Hassan Abdallah. Und das ist einer der Zwillinge, der jetzt gerade hier telefoniert. Von den Tauern ist auch ein Freund von Nate. So, jetzt geht's wieder durch die Straßen. Ich meine, sie wohnen 5 Minuten von uns entfernt, also wirklich zu Fuß. Aber es wird jetzt erst noch mal durchs ganze Dorf gefahren. Einfach um ja, zu zeigen, dass hier eine Braut ist. So, das hier ist die Küche von ihr. Und die wird heute aufgebaut und morgen. Thank you.
Damit ihr mal ein bisschen was von unserem Dorf seht. Weil die Autos sind hinter uns, deswegen macht es keinen Sinn, jetzt zu filmen. Dafür zeige ich euch mal unser Dorf. I'm gonna go to the hospital.
geht's los. Die Küche kommt. Der Ries. Da unten alle Frauen sind, bin ich jetzt hochgegangen und filme mal von hier aus. So, jetzt kommt ein Teil vom Sofa. لا 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 لا
Meine ganzen Koffer, die hier reingeschleppt werden, die wir hier mit hergebracht haben, die hier bleiben. Wahnsinn. Und jetzt die Waschmaschine, glaube ich. Ja, Waschmaschine. 13 Kilo, Leute, 13. Damit auch die Bettdecken gewaschen werden können, die da mit 10 Kilo dann für den Winter sind. Jetzt kommt der Kühlschrank. Mit den Füßen zuerst. Und drin ist er. Bevor die ganzen Frauen kommen, gehe ich mit euch mal schnell durch. Die Wohnung ist schmal geschnitten, aber schön. Mauacha ist schon dran, der Ventilator, Sofa steht. Müssen wir natürlich dann noch putzen, wenn dann alles soweit ist. Und hier ist die Nische. Oh, sorry. Hier ist die Küche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waschbecken hier wird schon mal aufgebaut. Da weiß ich jetzt gerade nicht, was da ist. Toilette wahrscheinlich. Schlafzimmer komme ich gerade nicht rein. So, das hier ist das Kinderzimmer. Ja. Mit Blick auf den Nil. Es war nicht direkt erste Lage wie bei uns, aber trotzdem sehr schön. Die Betten sind schon da. Das sind die Schränke. Das wird jetzt alles aufgebaut, während wir ja heute, dann wenn alles ausgeladen ist, sage ich mal. Ne? Es kommt jetzt noch ein Auto. Hier ist der Balkon. Hier unten wird jetzt der Rest ausgeladen. Tanzen auf der Straße hier. Das sind unsere restlichen Koffer, die wir nachher dann wieder brauchen, wenn wir zurückfliegen, zumindest den und den von Nate. So, Schlafzimmer. Ich bin mal gespannt, wie es morgen aussieht. Wie gesagt, es wird ja alles noch aufgebaut. Klimaanlage, Ventilator, Schrank. Steibe? Nasche. Nasche? Ja. Da gehen wir.
مش عارفه انه مالك كده لكن مش عارفه انه مالك كده So, nochmal den Blickwinkel ein bisschen geändert hier von unserem Balkon. Na, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das nächste Video wird sein, wie wir die Wohnung einrichten. Danach die Henna-Feier und Hochzeit. Ich gucke mal, ob ich da ein Video draus mache oder ob ich da zwei draus mache. Das muss ich mal schauen, wie ich es hinbekomme. Ich war auch beim Coiffeur. Jungmal Henna, also am Tag des Junggesellenabschieds quasi, der Henna-Nacht. Und auch am Tag der Hochzeit war ich beim Coiffeur, hab mir Make-up machen lassen. Mashallah, Leute, also die Dame oder beide Damen wissen echt, wie es geht, muss ich wirklich sagen, haben da sehr gute Übung und mir persönlich hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Also, bis dahin bleibt es mal gesund. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne Daumen nach oben. Ich freue mich wieder von euch zu hören, zu lesen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail oder eine Nachricht auf Messenger. Oder ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben, wenn ihr möchtet. Allerdings, Instagram bin ich nicht ganz so viel unterwegs. Ihr könnt mich besser per E-Mail oder per Messenger erreichen. Ja, ansonsten, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis dann. Bye, bye.